Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Das ist der Alex, ich bin der Jens und jetzt geht's los mit den News der Woche. Kommen wir nun zum Highlight der Woche. Der neue Star Wars Trailer ist da. Yay! Ja, da hört es bei mir auch schon auf. Ich bin jetzt nicht so unbedingt derjenige, der Star Wars aktiv verfolgt. Aber was ich sagen kann, der Trailer, ich habe mir den natürlich auch angeschaut, der Trailer ist schon sehr bildgewaltig. Ja, aber er spielt nicht mehr so sehr mit Emotionen, wie es der erste gemacht hat. The Last Jedi ist jetzt so die Brücke zwischen dem ersten, der jetzt vor ein paar Jahren kam, und dem letzten, der in ein paar Jahren kommt. Und ich glaube, genau das wird sein Problem sein, dass er so lose Fäden vom ersten Teil mitnimmt und lose Fäden in den letzten Teil hineinschiebt. Das wird so ein unbefriedigendes Mittelding. Ich bin trotzdem sehr gespannt drauf. Als wären Google Home, Siri, Alexa, XP, wie sie alle heißen, nicht schon genug? Kommt jetzt Sony auch noch mit einer neuen Idee um die Ecke, die aber ein bisschen haptischer sein soll als die Mitwerber. 2006 gab es den Aibo, das war dieser lustige Roboterhund, der mit Bällen spielen kann und so, da sieht man ihn. Das Ding hat Sony auf den Markt gebracht und jetzt soll es davon eine neue Version geben mit einem Sony-eigenen Sprachassistenten. Oder wie man vielleicht auch sagen würde, eine recycelte Variante. Aber hoffen wir doch einfach mal das Beste, dass es zum Beispiel in etwa so aussehen könnte wie ein aktueller Cosmo, dass man mit dem auch reden kann, dass da, was auch gerade in aller Munde ist, AI mit drin ist und mitspielt, dass das Ganze smart ist. Bleibt abzuwarten, was Sony sich da überlegt hat. Lest ihr eigentlich die AGB, wenn ihr euer Smartphone das allererste Mal einrichtet? Oder manchmal auch getarnt als Nutzungsbestimmungen und so weiter und so fort? Ich habe die AGB gelesen. Größte Lüge, die es auf der Welt gibt. Ja, ja. Das ist jetzt OnePlus ein bisschen auf die Füße gefallen. Die haben in ihren AGB nämlich reingeschrieben, dass sie Daten erheben, wenn ihr euer Telefon nutzt, wenn ihr ein OnePlus habt. Und welche Daten das sind. Und jetzt haben User auf Reddit herausgefunden, was das für Daten sind. Und das ist ein ziemlich heftiges Profil, was dargestellt wird. Richtig. Unter anderem wird nicht nur die Seriennummer eures Gerätes rüber nach Hause telefoniert an OnePlus, sondern auch, was ihr zuletzt für eine App genutzt habt, beziehungsweise eine Nutzungsstatistik eures Telefons, was ihr zuletzt gemacht habt. Zum Beispiel, wie lange die App offen war, wann die App offen war, wie sehr genau man rauslesen konnte, was in der App gemacht wurde, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber oder es auch, wurde ob schon, du telefoniert hast, ob eine SMS geschickt hast. Alles, also so ein richtiges Nutzungsprofil. OnePlus gibt an, dass man diese Daten nutzt, um für euch das Erlebnis zu verbessern und natürlich auch, um den Support anzupassen. Also wie oft wird was getippt, ist der Akku irgendwann schlecht, blablabla. Aber irgendwie ist das doch ein ungutes Gefühl, oder? Wenn so viele Daten von einem selber nicht aktiv bewusst nach Hause geschickt werden? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich blöd, weil das dein Datenvolumen belastet. Ich meine, momentan die Rechnungen sind 16 Megabyte alle 10 Stunden. Mhm. Wenn du mit einem typisch deutschen 500 Megabyte Tarif rumläufst, ist es natürlich ganz schön blöd auf Dauer. Ja. Und auf der anderen Seite, naja, es spiegelt auch ein bisschen, nennen wir es mal vorsichtig, die Dummheit eines Nutzers wieder, sich solche Sachen nicht durchzulesen. Aber wer hat auch die Zeit, AGB ständig zu lesen? Ja, blöd, ne? Warum gibt es sowas überhaupt? Um sich abzusichern? Nein, auf keinen Fall. Wie sicher fühlt ihr euch denn bei eurem Hersteller? Vertraut ihr ihm eure Daten an, ohne Probleme? Wir haben da oben mal eine kleine Abstimmung eingerichtet. Einfach oben mal raufdrücken. Ja, nein oder Käsekuchen. Vor nun knapp tatsächlich 20 Jahren hat meine Tante aus Amerika meiner Cousine und mir zwei Tamagotchi aus einem McDonald's Happy Meal mitgebracht. Es war das Jahr 1998, parallel zu meiner N64 war ich das glücklichste Kind ever. Ich habe ungefähr zu der Zeit in der Schule mit einem Kampf-Tamagotchi mit anderen gekämpft. Die konnte man so anstecken und dann konnte man gegeneinander spielen und Sachen gegengeschossen und sowas. Geil. Das war ganz cool. Das Ding soll jetzt nach 20 Jahren aber eine Neuauflage, eine Classic-Version Nintendo bringen, geben und die soll ein bisschen abgeschwächt sein und zwar einfach nur Futter und Kaki. Ja, muss sich natürlich der modernen Zeit anpassen. Wir sind immer fauler und dümmer geworden und so auch entsprechend unsere Gadgets. Ja, für 15 Geld. 10 Euro. Ist es doch schon eine Ansage. Würdet ihr euch so ein Ding kaufen? Ich würde. Du kannst ja ganz entspannt in einem Handy eine App und dann läuft nein, das einfach. Nein, wenn dann Flohmarkt oder Auktionshaus und dann so ein Ding im Aber Original holen. Bei den Alten konnte man noch, die konnten krank werden, die konnten sterben. Die konnten sterben. Konntest. Aber Konsequenzen sind doch nicht so geil. Oh ja. Ich finde den noch ganz gut vielleicht. Oh ja, okay. Ja. Kommen wir nun zum Handy-Highlight 2018, der Chili K118 Fidget Spinner Smartphone. Oder Telefon.
Oder auch Handyhersteller, die man bisher nicht kannte, die es nicht gab. Oder einfach wie ein Pilz aus der Versenkung geschossen ist. Das Ding kann telefonieren, kann mit Bluetooth und einem 8 GB Speicher Musik abspielen. Ihr könnt ganz normal telefonieren, klar. Und Fidget Spinnen und telefonieren und eigentlich das denke ich, das war's. Also eigentlich das Wichtigste, was man braucht für einen guten, zuverlässigen und potenten Begleiter für den Alltag. Habe ich das Fidget-Spinnen schon erzählt? Ja, immerhin, es gibt es in mehreren Farben. Nicht nur dieses tolle Chili-Rot, sondern auch in Gold und Blau. Übrigens, ganz interessant, Tatsache ist, das Ding kostet nur 16 Euro. Mind blown. Bisher nur über ein Versandhaus in Indonesien zu bekommen. Aber ob es hier auch in Europa bzw. in Amerika einfach so ohne weiteres auch zu dem Preis zu bekommen sein wird, steht noch in den Sternen. In den Sternen steht auch, was wir jetzt noch machen, weil das hört nicht auf, sich zu drehen. Ja, du darfst dich erst bewegen, wenn er aufhört, sich zu drehen. Ja, dann erst dann.